Herzlich willkommen bei diesem Podcast Nummer 126 am Dienstag, dem 17. September 2024 im Podcastkanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. In diesem Podcast geht es über Modeling und NLP. Der Podcast erscheint normalerweise am Dienstag, meistens halbwegs regelmäßig auf www.ralfstumpf.de/podcast. Auf Spotify, auf YouTube, auf Apple Podcasts, eben da, wo Podcasts so erscheinen. Und wenn du genau darüber informiert werden willst, dann empfehle ich dir, abonniere meinen Newsletter www.ralfstumpf.de/newsletter. Da kommt außerdem immer jeden Samstag noch ein ziemlich cooler NLP-Essay morgens in dein E-Mail-Postfach. Heute geht's um eine Triade. Und diese Triade werden wir aufhängen an dem Wort verzeihen. Ich mag ja diese neue Podcast-Reihe und ich danke auch sehr für das Feedback von inzwischen doch erstaunlich vielen, die ich bekommen habe, die auch die neue Podcast-Reihe mögen, wo ich immer jeweils mir ein Wort nehme und darauf rumdenke und mich persönlich ja auch darüber freue, dass sich da immer so Muster in dieser Zufallsreihe ergeben. Und jetzt sind wir gerade mit einer eigenen Triade in einer Triade. Die letzte Woche ging es um Verführung, heute geht es um Verzeihen, nächste Woche geht es um Unsterblichkeit. Und was du vielleicht noch nicht ahnst, spürst, weißt, merkst, was ich dir aber jetzt sage, ist, dass wir uns damit konsequent auf den logischen Ebenen 6 und 7 bewegen. Bei Verzeihen ist es, glaube ich, auch ziemlich klar, denn das gehört zu den transitiven Verben. Das heißt, wenn du sagst, ich verzeihe, dann ist natürlich sofort die Frage da, wem verzeihst du, was verzeihst du? Es gibt halt bestimmte Verben, und das drückt halt auch eine bestimmte Art von Denken aus, die sind ohne ein Gegenüber. Und da sind wir automatisch auf Ebene 6 mit den Beziehungen. Die sind also ohne ein Gegenüber irgendwie nicht vernünftig denkbar. Also auch wenn du dir selbst verzeihst, was ein wichtiger Teil des Spiels ist, dann ist es auch ein Gegenüber, dich selbst. Und dieses Wort Verzeihen gehört in eine berühmte Triade, die ich zum ersten Mal kennengelernt habe, von Vera F. Birkenbiel. Ich weiß, der Name taucht in dieser Podcast-Reihe häufiger auf, aber hallo, es war so schön und so wichtig für mich in meinem Leben, mit Frau Birkenbiel zusammenzuarbeiten. Ich habe wirklich viel von ihr gelernt. Also solltest du sie wirklich nicht kennen, ich merke, es gibt mehr und mehr Leute, für die Birkenbiel einfach nur ein Name ist. Es lohnt sich, sie posthum durch ihre Videos kennenzulernen. Sie war eine so großartige Trainerin. Ich meine, sie hat die Trainingsszene in Deutschland wahrscheinlich, würde ich mal sagen, beeinflusst wie niemand Zweites. Die kam damals aus Amerika zurück, hat in Deutschland Trainings gegeben, wie es vorher nicht gab, hat die Szene bestimmt, hat polarisiert, hat skandalisiert, wurde groß und berühmt, hatte immer die verrückten Ideen, hatte dann einen epischen Crash und danach ist sie eigentlich erst richtig zu dem geworden, was sie heute so entscheidend macht, indem sie dann also wirklich mit einem, sorry, wenn ich das so offen sage, leck mich am Arsch Gefühl der ganzen Welt gegenüber gesagt hat, sie macht jetzt nur noch, was ihr Spaß macht. Und das war Lernen. Und da hat sie der Welt auch so viel gegeben. Also du merkst schon, ich liebe Frau Birkenbiel. Und die hat an irgendeiner Stelle im Seminar mal sich zum Thema Spiritualität geäußert und in NLP-Worten ausgedrückt, halt zur Frage, wie kann man eine spirituelle Ressource aktivieren, auch zum Beispiel im Business-Kontext, in dem halt Frau Birkenbiel gerade am Anfang sehr viel unterwegs war. Und da meinte sie, es gäbe eine Harvard-Studie. Ich meine, Harvard-Studien waren für Frau Birkenbiel immer das Tollste überhaupt. Da geht nichts über eine Harvard-Studie. Ich schätze mal, zu der Zeit, wo sie unterwegs war, galt das auch noch was, wenn eine Studie aus Harvard kam. Gut. Sie meinte jedenfalls, es gibt eine Harvard-Studie, wonach die drei heilsamsten Emotionen, die es gäbe, wären in dieser aufsteigenden Reihenfolge Dankbarkeit, Liebe und Verzeihen. Das heißt, Verzeihen ist die stärkste. Spirituelle Emotion. Das ist spannend, ne? Die Wortkombination allein, spirituelle Emotion. Und Frau Birkenbiel meinte damals, dass man also im Businessbereich mit Dankbarkeit ganz gut arbeiten könne,
Mit Liebe schon nur eingeschränkt. Ja, Frauen, Kinder geht da und mit Verzeihen eigentlich überhaupt nicht, was schade wäre, denn das wäre halt die stärkste Emotion. Ich bin ihr sehr dankbar um diesen Hinweis, weil ich habe ja auch bisweilen in Seminaren und im Coaching stehe ich vor der Frage, wie aktiviere ich jetzt bei jemandem eine spirituelle Ressource, für den das bis jetzt kein Thema war, aber hey, wenn Leute kommen mit Themen auf Ebene 6 und man will da was ändern, braucht man halt oft eine Ressource von Ebene 7. Und da ist wirklich eine sehr gute Idee, mit diesen drei Emotionen einzusteigen. Wofür bist du dankbar? Wen liebst du? Oder in der Version von Klaus Marwitz, wen liebst du und von wem wirst du geliebt? Und natürlich das Verzeihen. Und Verzeihen ist jetzt wahrscheinlich von diesen drei Emotionen nicht wirklich die leichteste, aber es ist so heilsam und es ist wirklich spirituell. Ich glaube, dass es keine spirituelle Schule gibt, in der es nicht Ideen gibt, Anleitungen, Rituale, wie man verzeiht. Also wenn du ganz weit zurück ist, klar, da geht es um Opfer. Es war ja immer so die Idee, Menschen sind schuldig gegenüber den Göttern. Wie können wir die Götter dazu kriegen, dass sie uns verzeihen und vergeben? Naja, opfern, opfern, opfern. Es gab aber auch natürlich das vielleicht viel naheliegendere Problem, wie wir miteinander umgehen. Also wenn menschliche Gesellschaft darauf aufbauen würde, dass immer, wenn einer irgendwelchen Mist baut, man den dann bis zum Ende seiner Tage böse ist, ist völlig klar, dass jede Gesellschaft untergeht. Wir brauchen irgendwelche Strategien, um das loszulassen, um das zu vergeben, um das zu verzeihen. Es ist ja eine heftige und manchmal auch sehr provozierende Art. Also es gab mal vor vielen Jahren zum Beispiel einen dieser letzten Prozesse gegen irgendjemanden, der im KZ als ganz junger Mann Aufseher, Helfer, sonst irgendwas war. Und bei diesem Prozess war auch eine Frau anwesend, die war wohl Opfer in diesem oder einem anderen KZ. Und da gab es wohl eine Szene, wo sie zu ihm hin ist und ihm verziehen hat und deswegen hinterher Schwierigkeiten bekam, weil viele Menschen zu ihr meinten, hey, du kannst ihm doch nicht einfach verzeihen, überleg mal, was der dir und deiner Familie und anderen Leuten angetan hat. Und dann meinte sie wohl, verzeihen wäre ihre Macht, ihre Kraft über ihn. Das ist wirklich in ihren Händen. Er kann ihr zwar Leid zufügen, aber sie kann ihm verzeihen. Und ich fand das, ohne mich jetzt da irgendwie einmischen zu wollen, weil ich glaube, das ist ein sehr heikles Thema, aber ich fand das sehr beeindruckend, sich klarzumachen. Jemanden zu verzeihen ist Kraft. Das kommt nicht aus Schwäche. Und es gibt auch dieses Bild von Papst Johannes Paul II. War das wohl, auf den Attentat verübt worden war, wo der dann auch hinterher wohl ins Krankenhaus gegangen ist zu diesem Attentäter, der bei dem der anschließende Tumult wohl irgendwie angeschossen worden ist auch und ihm verziehen hat. Ich glaube, es gibt auch andere Geschichten dieser Art. Wenn du es mal selbst gemacht hast, zum Beispiel eine Verzeihensmeditation, das ist eine sehr schöne Idee, dass du dir mal 10, 5, 15, 100, 1000 Leute nimmst, wo du sagst, ah, der bin ich böse, und ihn verzeihst. Also da kann man als Übung einfach nur mal den Satz sagen, ich verzeihe dir. Das wäre noch gut, wenn du es fühlst, natürlich. Aber und erleben, was es mit dir macht, weil meine Erfahrung ist, es nimmt dir selber, also es nimmt mir eine Last von den Schultern, wenn ich jemand anderem verzeihe. Oder mir selbst. Das ist natürlich das Nächste. Das ist mir zum ersten Mal aufgefallen und ich war ganz erstaunt. In The Journey von Brandon Bays, also auch ein sehr tiefes und sehr spirituelles Format, wo es am Ende eine Szene gibt, also es geht da um ein jüngeres Selbst und ein Gegenwartsselbst und das jüngere Selbst hat irgendwelche Sachen erlebt und dann wird so eine Art Reimprinting gemacht und im Rahmen des Reimprintings ist so, dass das jüngere Selbst den damals Beteiligten verzeiht. Das ist klassisch, das ist schön, das ist wohltuend. Und dann kommt in dem Format irgendwann eine Stelle, wo dann noch das Gegenwart-Selbst dem jüngeren Selbst verzeiht. Und wie ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich mir, was ist denn jetzt hier los? Das Gegenwart-Selbst soll dem jüngeren Selbst verzeihen. Aber es ist sehr viel Weisheit drin. Ich mag die Stelle inzwischen, weil ich erlebe es immer wieder, dass manchmal Leute in einem späteren Alter sich damit sehr schwer tun,
sich selber Dinge zu verzeihen, die sie irgendwann vor vielen Jahren erlebt haben. Und rein logisch ist das Quatsch, weil wie sollst du dir böse sein für irgendwas, was du erlebt hast? Da kannst du doch nichts dafür. Aber psychologisch gibt das durchaus Sinn, weil ja oft das Gegenwartsselbst weiß, dass es Jahre oder manchmal auch Jahrzehnte des Leids erlebt hat, wegen einer Sache, die das jüngere Selbst erlebt hat. Und da kann man ihm schon mal böse sein. Und von daher ist meine Erfahrung, dass wenn man in der Journey von Brandon Bass an diese Stelle kommt, wo es darum geht, dass das Gegenwartsselbst dem jüngeren Selbst verzeiht, es ist eine sehr emotionale, sehr berührende und definitiv auch spirituell angehauchte Stelle im Format. Ich kann es wirklich sehr empfehlen. Also Verzeihen ist wirklich definitiv eine Superpower. Jetzt, wenn du das so gehört hast, Dankbarkeit, Liebe und Verzeihen, hast du dir vielleicht als gebildeter Mensch, der, die, das du bist, überlegt, Moment, Ralf, diese drei Emotionen kenne ich doch anderswoher. Und da muss ich sagen, du hast natürlich recht. Diese drei Emotionen spielen auch im Ho'oponopono eine große Rolle. Und Ho'oponopono, obwohl es natürlich aus der hawaiianischen Kultur kommt, und ich vermute mal, dass wenn du diesen Podcast hörst, kommst du nicht aus der hawaiianischen Kultur, aber wir bedienen uns natürlich bei anderen Kulturen, gerade wenn die gute Ideen haben. Und Ho'oponopono ist ein Verzeihens- und Vergebungsritual, ein Heilungsritual aus der hawaiianischen Kultur, aus dem Huna. Und du findest interessanterweise eine sehr gute Anleitung darüber in der Wikipedia. Also da muss ich echt mal sagen, da ist Wikipedia gut, inklusive Anleitung. Und es sind letztendlich drei Sätze, die man sagt. Und man kann die auch innerlich sagen. Und ich empfehle Ho'oponopono wirklich sehr. Ich mache das regelmäßig und habe gute Erfahrungen damit gemacht. Es gibt verschiedene Varianten. Das heißt, ich sage dir jetzt eine. Du denkst innerlich an eine Person, mit der du einen Konflikt hast, wo irgendwas im Argen liegt. Und dann ist Schritt Nummer eins, dass du sagst, es tut mir leid. Das ist schon mal ein ganz guter Start, ne? Also ich meine, die in Hawaii machen das dann, man sitzt sich wirklich gegenüber und sagt das dann, und das ist schon mal ein guter Einstieg. Es tut mir leid. Und dann kommt, bitte verzeihe mir. Dann beginnt es mit der Bitte um Verzeihung. Und wenn es passt, kannst du dann auch sagen, und ich verzeihe dir. Manchmal ist es gut beidseitig. Dann nach diesem Verzeihen kommt der Satz, ich liebe dich. Und danach kommt Dankbarkeit. Ich danke für die Heilung und für die Transformation. Das heißt, Ho'oponopono macht die drei Emotionen andersrum. Es startet mit Verzeihen und geht über Liebe zu Dankbarkeit. Aber wenn das kulturell eingebunden ist und man dafür offen ist und die drei Emotionen zugänglich sind, ist die Reihenfolge natürlich vorne so hinten wie hoch. Es geht ja nur darum, dass alle drei Emotionen zusammenkommen. Aber es ist wirklich ein wunderschöner Ablauf. Es tut mir leid, bitte verzeihe mir. Ich liebe dich. Ich danke für die Heilung und für die Transformation. Kannst du, wie gesagt, gut innerlich machen? Kannst du, wenn du mutig bist, auch mit einer Person, mit der es ein Thema gibt, auch in echt machen? Das wäre jetzt in dem Fall dann das Verzeihen. Und wie gesagt, es bezieht sich halt Dankbarkeit, Liebe und Verzeihen immer auf jemand oder etwas anderes. Und ich empfehle ja nicht oft, Listen zu schreiben, aber in dem Fall ist es wirklich eine gute Idee. Also, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt von diesen Erfolgstagebüchern, das ist ein sehr spezielles Werkzeug. Also manchen Leuten hilft das sehr, Erfolgstagebücher zu führen, andere nervt es. Ich gehöre eher in die Gruppe von Leuten, die das eher tendenziell ein bisschen nervt. Aber über diese drei Sachen, Dankbarkeit, Liebe und Verzeihung, Listen zu schreiben oder mal so eine Art kleines Tagebuch, Tagebuchrubrik zu machen, kann ich sehr empfehlen. Also die Frage Nummer eins wäre dann, wofür bist du dankbar? Oder auch, für wen bist du dankbar? Frage Nummer zwei wäre dann, wen liebst du und von wem wirst du geliebt? Da bin ich auf der Seite von Klaus Marwitz. Da ist es gut, wenn man beide Richtungen bedenkt. Und Frage Nummer drei, für die gibt es viele Möglichkeiten. Wem verzeihe ich? Wem habe ich verziehen? Wem würde ich gerne verzeihen? Und was ich auch eine sehr starke Rubrik finde, ist, wer hat mir verziehen? Wo habe ich
Verzeihen, Vergebung und ähnliche Sachen mal erfahren. Es ist ja etwas, was man weder fordern noch selbst machen kann. Also es hat sich ja inzwischen irgendwie eingebürgert, dass Menschen sagen, ich entschuldige mich, was sie nicht können. Also du kannst um Entschuldigung bitten und die andere Person kann sie dir dann gewähren. Also die Originalformulierung ist, ich bitte um Entschuldigung oder ich bitte um Verzeihung. Aber nicht, ich entschuldige mich. Das wäre genauso, wenn du sagst, ich verzeihe mich. Das geht irgendwie nicht. Aber in unserer selbstermächtigenden Welt entschuldigt man sich halt einfach neuerdings irgendwie selbst. Das geht nicht. Von daher, wenn du Vergebung und Verzeihung gefunden hast beim anderen Menschen, weil du einfach irgendwie, klar ist, du hast da Mist gebaut, das hätte sich nicht gehört, das war eine dumme Sache. Und dann um Verzeihung zu bitten und sie zu bekommen, ist extrem heilsam. Und auch wenn das wahrscheinlich in deinem Leben jetzt nicht unbedingt jeden Tag, jede Woche stattfindet, sondern vielleicht nur alle paar Jahre mal. Aber wenn du ein gewisses Alter erreicht hast, könnte das trotzdem sein, dass die Liste vielleicht 5 oder 10 Einträge hat, wo du dir denkst, da habe ich wirklich was gemacht, was nicht gut war. Und ich bitte mal um Verzeihung. Ach, da fällt mir noch eine Sache ein. Lass uns mit Birkenbiel schließen, weil wir mit Birkenbiel begonnen haben. Jemand, den sie auch sehr mochte, war ein Herr namens, ich glaube, McCormack oder so ähnlich heißt der. Für den Namen verbürge ich mich jetzt nicht. Der hat wohl ein Buch geschrieben. Ich kenne es nur aus Erzählung von Frau Birkenbiel mit dem Titel, was sie nicht an der Harvard-Universität lernen. Und dieser Mensch, der auch selbst nicht an der Harvard-Universität war, aber hinterher stinkreich wurde, weil er irgendwie mit einem Handwerksbetrieb oder wie auch immer halt erfolgreich war, der hat in seinem Buch geschrieben, jede Führungskraft sollte jeden der folgenden 3 Sätze jeweils mindestens einmal am Tag verwenden. Und Frau Birkenbiel hat das gerne ergänzt mit dem Satz, jede Führungskraft und jeder, der sein Leben führt, ist eine Führungskraft. Und diese 3 Sätze sind Satz Nummer 1, das weiß ich nicht. Weil dieser Mensch halt meint, viele möchtegern Führungskräfte haben unglaublich Schwierigkeiten, das zuzugeben, dass sie irgendwas nicht wissen. Satz Nummer 2, da habe ich Mist gebaut. Das entspricht ungefähr schon der Bitte um Verzeihung und Vergebung. Und Satz Nummer 3 ist, bitte helfen Sie mir. Lustig an der Triade ist, dass man sie mit relativ wenig Aufwand wieder der Psychografie zuordnen kann. Also das weiß ich nicht, ist Erkenntnisbereich. Da habe ich Mist gebaut, ist das Scheitern im Handlungsbereich. Und bitte helfen Sie mir, ist der Beziehungsbereich. Ich finde das eine sehr schöne Anregung. Und Frau Birkenbiel wies auch darauf hin, liebe Manager, ich meine, ihr Publikum war überwiegend männlich und Manager und alt. Liebe Manager, diese 3 Sätze gelten nicht, wenn Sie sie morgens Ihrer Sekretärin bei der Kaffeemaschine erzählen, so nach dem Motto, ich weiß nicht, wie die Kaffeemaschine funktioniert, ich habe es versucht, es gibt eine Pfütze, da habe ich Mist gebaut, bitte helfen Sie mir. Sondern es sollte da schon um Sachen gehen, die irgendwie ein bisschen substanzieller sind. Na, zum Thema Triaden. Natürlich habe ich probiert, ob ich Dankbarkeit, Liebe und Verzeihen auch dem Handlungs-, Beziehungs- und Erkenntnisbereich zuordnen kann. Nach meiner Meinung geht's nicht. Ich glaube, dass alle drei, weil es halt eben transitive Verben sind und sich auf jemand oder etwas anderes beziehen, tendenziell zum Beziehungsbereich, zum systemisch-energetischen neigen. Bei Liebe ist es sehr klar. Bei Dankbarkeit und Verzeihen könnte man behaupten, es ist irgendeine Art von Vergangenheitsorientierung, dann könnte man sie in den Erkenntnisbereich schieben. Aber ich glaube, im Vordergrund steht bei allen 3 Sachen das Systemische, dass man jemandem oder etwas innerlich gegenübertritt und das dann tut. Dankbarkeit, Liebe und Verzeihen. Jo, das war heute ein kürzerer Podcast. Aber ich habe ja letztes Mal schon angekündigt, dass ich mich jetzt längenmäßig nicht mehr mit aller Gewalt hier gucke, dass ich Zeit fülle, wo es nichts zu füllen gibt. Und ich glaube, diese Idee Dankbarkeit, Liebe und Verzeihen ist kurz, knapp, bündig, umsetzbar, anregend. Und deswegen hören wir hier auf. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder zuhörst, wenn es dann um das Thema Unsterblichkeit geht. Ich habe keine Ahnung, ob dann das Thema Unsterblichkeit zu einem längeren Podcast einlädt, weil es halt dann Richtung Ewigkeit geht. Also als kleine Vorschau, wir werden dann so richtig auf die Ebene 7 gehen und uns mit spirituellen Ressourcen beschäftigen und der Vision, die ja auch ein wichtiges Element im NLP ist. Bis dahin, viel Spaß mit Dankbarkeit, Liebe und Verzeihen und bis nächste Woche. Tschüss.